weiter ab oben. Noch einmal Ellenbogen beugen. Ja. Wir lösen den Flechtgriff auf, bleiben aber mit den Händen in der Position. Und strecken die Arme und ziehen die Schultern nach vorne oben. Jetzt machen wir wieder eine Auswärtsdrehung mit den Händen nach hinten unten. Strecken unsere Arme zur Seite in die Horizontale und kreisen. Kleine Kreise, schnelle Kreise, noch schnellere Kreise. Okay, Daumen an die Schulter und mit den Ellenbogen halten. Ihr greift mit den Händen hinter euren Nacken. Ja, und versucht die Ellenbogen noch weiter nach hinten zu bekommen. Und strecke eure Arme nach oben aus. Geht ein wenig locker in die Knie. Mit der Ausatmung beugt ihr euren Rumpf nach rechts. Ja, und einfach mal hängen bleiben. Ruhig weiteratmen. Und vielleicht mit der Ausatmung kommt ihr noch ein bisschen tiefer. Mit der Einatmung langsam wieder aufrichten. Und wieder mit der Ausatmung. Versucht mit eurem Oberkörper, mit eurem Rumpf, nun die Streckung des linken Beines aufzunehmen. Quasi eine gerade. So, jetzt machen wir da weiter, wo wir eben aufgehört haben. Mit der Ausatmung gehen wir tief. Mit der Einatmung wieder bis zur Streckung des linken Beins und nochmal ausatmen und ziehen. Ich weiß, warum er dafür sorgt, dass du mir nötig hast. Und wieder gerade. Ja, wer noch meckern kann, der hat noch nicht genug. Und wieder gerade gehen. Wir strecken das rechte Bein. Stehen wieder gerade. Beugen das linke Bein. Neigen unseren Rumpf zur Seite. Verlängerung des rechten Beins. Halten. Mit der Ausatmung tief. Mit der Einatmung versuchen wir langsam wieder hochzukommen. Und wiederholen das Ganze noch. Und nochmal ein und nochmal ausatmen. Halten, halten und langsam wieder hochkommen. Bein strecken, Arme ausschütteln, vorne ausschütteln. Und mal kreisen. Die Arme kreisen. Andersrum kreisen. Das
vielleicht kann man das auch noch ein bisschen verstärken, indem man die Ferse und den Daumen beide Seiten nach hinten zieht. Eine noch größere Bogenspannung erfahren wir. Langsam wieder lösen, langsam wieder lösen. Seitenwechsel. Linker Arm nach oben. Greift zu, haltet euch fest. Mit der anderen Hand abstützen, kommt ihr noch höher. Rechten Fuß wegstrecken, Zehenspitzen zeigen zur Kniescheibe. Hoch auf die Handschuhe. Wie gesagt, schwieriger wird es, wenn man Ferse noch weiter nach hinten zieht. Bogenspannung spüren, ausbalancieren. Und nochmal einen flotten Wechsel zur anderen Seite. Wieder hochreißen. Zehenspitzen hoch. Blick Richtung rechte Hand. Natürlich kann man jetzt auch noch auf die Zehenspitzen gehen und das Ferse neben dem Tempel. Ja, und nochmal. Wechsel. Nochmal hochschauen. Nochmal kontrollieren, ob es jetzt ein bisschen weiter nach hinten geht als eben. Nur noch dieselben Muskeln weh oder habt ihr schon alles Neue erkannt? Ein drittes Mal. Alle müssen Dinge sind drei. Und noch ein letzter Wechsel. Und locker wieder rauskommen. Und wir lassen das Wasser noch mal kochen. Versucht mal ganz bewusst eure Zehen, euer Zehenballen wahrzunehmen. Versucht mal mit eurem Großzeh einen Stempel im Parkett zu hinterlassen. Richtig Druck geben. Lieber erstmal was langsamer, wenn ihr meint, es hoch. Beide fühlen dasselbe, beide Zehen haben genau den gleichen Druck. Dann das Tempo steigern, Hände wieder mit reinnehmen. Hat so ein bisschen von Nordic Walking. Genau, auch die Fäuste wieder mitmachen. Also machen wieder mit, meine ich. Ranziehen, Tempo steigern. Die Arme noch weiter strecken. Die Arme sind der Motor des Läufers. Okay, wieder langsamer werden. Hände an den Beckenkamm. Beine gestreckt. Und ihr versucht, das Becken links und rechts hochzuziehen. Ferse hebt leicht an. Ich kann das natürlich auch immer noch mit. Links, Kick, rechts, Kick und so. Gleiten machen wir jetzt nicht. Für euch selber zu Hause, wenn ihr alleine seid, ist das immer ganz gut. Dann spürt man noch ein bisschen mehr. Und nochmal eine Seite halten. Ferse hoch. Spürt, auf welcher Seite die seitliche Bauchmuskulatur jetzt angespannt ist. Und wechsel. Und nochmal wechsel. 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 Okay. Und nochmal auf die Zehenspitzen stellen. Und auf die Ferse schaufeln. Zehenspitzen hoch. Und nochmal auf die Zehenspitzen. Und wieder zurück auf die Ferse.